Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder hier seid. Heute soll es um den Frauen-Grand Prix in München gehen. Es gibt zwei deutsche Teilnehmerinnen dort, Elisabeth Peetz und Dinara Wagner. Dinara hat einen sehr schlechten Start erwischt. Sie hat nach den ersten drei Partien leider noch 0 Punkte. Aber in Runde 2 konnte sie eine sehr spannende Partie spielen und die möchte ich heute mit euch anschauen. Denn die war alles andere als chancenlos und wie immer starten wir mit ein paar Aufgaben. Ich habe diesmal die Beschriftung, wer am Zug ist, weggelassen, da ich Aufgaben aus beiden Seiten, also von beiden Seiten ausgewählt habe. Die Seite, die unten ist, ist am Zug. Versucht wie immer die beste Fortsetzung zu finden. Die Spielerinnen haben es in den meisten Fällen tatsächlich nicht getan und bleibt natürlich am Video dran, wenn ihr wissen wollt, was die richtigen Fortsetzungen sind. Aber schauen wir nun erst einmal in die Partie rein. Was ist überhaupt passiert? Dinara spielte D4. Ich denke, beide Spielerinnen haben hier ihre Vorbereitung bekommen. Zumindest spielt Anna Musiczuk in letzter Zeit eigentlich nur Grünfeld und Dinara spielt auch sehr, sehr viel D4. Ich denke, die erste Überraschung kam hier nach C5, der Zugläufer B5 Schach. Okay, Springer C6, so viel kannte Anna mit Sicherheit. Rochade, Rochade und hier D5. Und okay, hier gibt es zwei Optionen. Entweder Anna kannte diese Variante nicht, das halte ich aber, nachdem sie sogar im Kandidatenturnier Grünfeld gespielt hat, für recht unwahrscheinlich. Da muss sie eigentlich Vorbereitung gehabt haben. Es kann sein, dass sie Angst vor Dinaras Vorbereitung hatte, weil das sicher keine der Hauptvarianten ist, die man wiederholt und man dann immer so ein bisschen das Gefühl hat, vielleicht hat man was verpasst und dann lieber weicht man ab, nimmt eine etwas schlechtere Stellung, aber sagt, okay, der Gegner hat keine große Überraschung im Petto. Der prinzipielle Zug ist hier natürlich Läufer schlägt C3. Und ursprünglich wurde hier immer Läufer H6 gespielt, aber ich denke, dieses System gilt inzwischen sogar als schlecht für Weiß. Nach Springer D4 nimmt Läufer F8, König F8, sind die beiden schwarzen Läufer einfach zu stark. Schwarz hat auch einen Bauern für die Qualität und die weißen Türme spielen gar nicht richtig mit. Aber ja, in den letzten Jahren hat der Super-GM aus St. Petersburg, Nikita Vityugov, hier mehrfach den Zug Läufer E3 gespielt, auch gegen starke Großmeister. Und ich habe die Vermutung, dass Denara diesen Zug vorbereitet hat, da auch der Computer ja großer Fan von dem Zug ist. Hier kam in allen Partien Springer D4, Weiß schlug. Und nach Läufer D4 folgte Läufer A1, Läufer A1. Und hier ist, glaube ich, recht offensichtlich, dass Weiß gute Kompensation hat. Denn hier hat Weiß das Läuferpaar, der schwarze König ist geschwächt und die Dame kann vielleicht auch über D4 noch ins Spiel kommen und den schwarzen König unter Druck setzen. Objektiv ist die Stellung wahrscheinlich ausgeglichen, aber das ist eine gut spielbare Stellung und recht gefährlich für Schwarz, würde ich denken. Wie gesagt, ich weiß nicht, was Anna für Gründe hatte, das abzulehnen, ob sie das kannte oder ob es ihr einfach zu gefährlich schien. Sie hat Springer E5 gespielt. Dinara schlug den und spielte nun Läufer E3. Hier kann man auch wieder auf C3 schlagen, aber ich muss sagen, nachdem man das im ersten Moment abgelehnt hat, scheint es hier wirklich nicht mehr logisch. Und nach Turm C1, Dame A5 kann Weiß auf C5 schlagen. Jetzt hängt auch der E7. Auf B5 kann man nicht einfach schlagen wegen dem Läufer auf C3. Und wenn jetzt sowas wie A6 kommt, Läufer E2, Dame C5, hat Schwarz erstmal kurz eine Figur mehr, aber nach Dame D3 gewinnt Weiß den Läufer auf C3 zurück und hat ein bisschen besseres Zentrum. Der schwarzfeldrige Läufer ist getauscht und Weiß steht einfach angenehmer. Ja, wie gesagt, das scheint mir nicht so logisch und Anna spielte dann jetzt auch Läufer D7. Dinara tauscht und spielte Dame D2. Und hier nach Turm C8 steht Dinara, glaube ich, vor der ersten kritischen Wahl und hier war ich etwas überrascht von dem Zug, den sie gespielt hat. Ich weiß leider nicht, was sie sich dabei gedacht hat. Für mich auf den ersten Blick ist der Zug Turm AE1 hier der logischste, weil ich denke, dass Weiß versucht, am Königsflügel zu spielen. Also F4 ist eine Idee, auch eine Idee ist H4, H5. Und irgendwie scheint es mir da am logischsten, die Türme auf E1 und F1 zu platzieren. Ich habe hier Läufer G7 angeschaut, das geht zumindest aus dem Tempo mit F4 raus. Und hier könnte H4 ein guter Zug sein. Schwarz sollte am Damenflügel versuchen, Gegenspiel mit B5 zu erzeugen. Aber nun H5. Wenn Schwarz H6 zulässt, ist das normalerweise eine Katastrophe für diesen Läufer. Deswegen sollte Schwarz hier schlagen, aber nach Läufer G5 droht Weiß den Zug E5 und hat sicher das bessere Spiel. Aber die Stellung ist natürlich noch kompliziert und hier ist gar nichts entschieden.
Dennara spielte Turm C1. Wie gesagt, auf den ersten Blick dachte ich, der sieht ja ein bisschen komisch aus, weil, okay, soll der C4 unterstützen? Den kann man ja so oder so machen. Der Bauer auf C3 ist ausreichend gedeckt und ja, der einzige Sinn scheint zu sein, den Turm aus der langen Diagonale zu ziehen. Aber im weiteren Partieverlauf werden wir sehen, der steht da nicht so schlecht. Es folgte auch hier Läufer G7 und F4. Turm D8 und C4. Okay, Dinara konzentriert sich auf den Kampf im Zentrum. Der Bauer auf D5 wird gestärkt. E6, Turm D1. Und ja, diese Sequenz fand ich sehr spannend. Ich habe gesehen, dass der Computer hier E5 anzeigte während der Partie und auf den ersten Blick dachte ich, okay. Der Grund für E6 und E5 ist, dass Schwarz zunächst den Turm nach D1 locken möchte, dass er nicht mehr auf der F-Linie steht, sodass, wenn sich die F-Linie öffnet, Weiß nicht so starken Druck auf F7 ausübt. Und hier kommt ja ein weiterer lustiger Faktor: Weiß macht einfach wieder Turm F1. Ja, Dinara sieht auch, dass sich die F-Linie öffnen wird, damit hat der Turm auf D1 ausgedient und wird wieder zurückgeholt. E schlägt F4, Turm schlägt F4 und Dame D6 kam. Also Anna Musiczuk muss natürlich hier die schwarzen Felder blockieren, denn wenn Weiß es irgendwie schaffen sollte, E5 zu spielen, dann ist die Partie wahrscheinlich gelaufen. Dinara konzentriert sich auf die F-Linie. Ja, Turm C7 verteidigt F7, Dame F2, Turm F8. Und hier kam Turm F3. Die Idee ist so ein bisschen, dass Läufer F4 kommen soll. Okay, Musiczuk spielte Läufer E5 und hier hat Dinara G4 gespielt. Der hat mich während der Partie irgendwie geschockt. So auf den ersten Blick dachte ich, das sieht strategisch ganz falsch aus, hier die schwarzen Felder zu schwächen, denn gerade das Feld F4, ja, irgendwie, es sieht falsch aus. Auch der Computer findet es falsch, aber die Antwort ist nicht so einfach und Anna Musiczuk hat sie selbst nach 20 Minuten Nachdenken nicht gefunden. Vielleicht erst kurz, was hätte ich gemacht? Ich hatte hier H4 gedacht. Schwarz könnte H5 machen und das Ganze blockieren und jetzt sowas wie Läufer F4 den Läufer abtauschen, aber nach B6 und zum Beispiel G3 ist die Stellung zwar optisch auf jeden Fall besser für Weiß, wie man hier weiterkommt, ist aber nicht ganz klar. Also wie bricht man durch? Ja, schwer zu sagen. Also man kann hier natürlich weiter die Stellung mit A4 verbessern, aber es ist wirklich nicht klar. Daher G4 auf jeden Fall eine nette praktische Idee. Und ja, hier fehlt der richtige Plan für Schwarz. Schwarz muss hier unbedingt Gegenspiel schaffen. Das hat Musiczuk entweder nicht verstanden oder nicht zum Laufen gebracht. Der beste oder der konkreteste Weg für mich scheint hier Dame D7 zu sein. Schwarz muss unbedingt irgendwie B5 durchsetzen. Das kann man tatsächlich laut Computer auf verschiedene Arten tun. Man kann direkt B5 spielen, man kann sogar Dame A6, B5 spielen. Aber Dame D7 scheint mir einfach am logischsten. Denn das greift auch den Bauern auf G4 an. So, okay, Weiß könnte G5 machen. Hier gibt es einmal die Möglichkeit, trotzdem Dame G4 zu machen, denn auch der Bauer auf E4 ist ja schwach. Aber nach König H1, Dame E4, habe ich eine verrückte Variante angeguckt, Läufer C5. Okay, der Turm ist angegriffen, der muss weg. Turm E1 greift die Dame an, sodass der Turm nicht mehr gefesselt wird und gewinnt den Läufer, zumindest auf den ersten Blick. Aber Schwarz schlägt auch auf C5. Die Damen tauschen sich und nach Turm E7, Turm C1. König G2, Turm D5, Feld der G5 mit Schach und diese Stellung sollte Remis enden, weil eine von beiden Seiten wahrscheinlich bald Dauerschach gibt. Ja, verrückte Variante. Schwarz muss aber nicht mal das Schach geben, Schwarz kann auch B5 machen. Und nun nach Läufer C5, Turm C8, also Schwarz wird den C4-Bauern wahrscheinlich zurückgewinnen. Läufer D4 nimmt Turm C4 und nach Dame F6, Turm F8 hat Schwarz auf jeden Fall mit der offenen C-Linie etwas Gegenspiel. Der F7 ist erstmal gut gedeckt. Sowas wie E5 ist nicht so einfach durchzusetzen wegen Dame D5 und auch der weiße König ist geschwächt. Also wenn die schwarzen Figuren irgendwie mal aktiv werden, kann das auch gefährlich werden. Dementsprechend ist die Stellung vollkommen okay für Schwarz. Ich habe noch überprüft nach Dame D7, was passiert denn, wenn man einfach H3 macht. Und hier gibt es den Zug Dame A4. Die Dame hatte ja eigentlich nichts zu tun, wo sie stand. Die hat den D-Bauern blockiert, aber der kann ja jetzt auch nicht laufen, deswegen greift sie C4 an. Läufer C5 und Dame C4. Läufer F8 und Läufer D4. Hier muss Weiß die Qualität zurückgeben, aber nach König F8 ja, sieht es erstmal immer noch nach viel Chaos aus. Ich habe hier D6 angeschaut, der D-Bauer kann laufen und nach Turm C6 E5, denn Schwarz muss sich jetzt entscheiden, also der E3-Turm muss irgendwann geschlagen werden. Nicht jetzt, aber nach Dame E6, die Stellung sieht da ein bisschen komisch aus. Man wird früher oder später auf E3 schlagen. Die Bauern sind weit vorne, aber die können auch anfällig sein.
Zudem ist der weiße König etwas geschwächt und ja, vermutlich müssen hier beide Seiten sehr auf ihre Könige aufpassen und können deswegen keine Fortschritte erzielen. Das wäre also ausgeglichen, aber immer noch sehr komplizierte Stellung, hier kann viel passieren. In der Partie wählte Musitschuk nach 20-minütigem Nachdenken den Zug F6. Das läuft aber genau in Dinaras Idee rein, G5. Und hier schreit der Computer, man sollte B6 machen, aber das sieht auch nicht nach der Idee von F6 aus. Die Idee ist, dass nach G schlägt F6 Turm F7 schwarz den Bauern zurückgewinnt, denn zum Beispiel nach Dame G2 nimmt man. Und ja, hier tauscht sich recht viel. Die Stellung sollte ausgeglichen sein, weil die weißen Bauern wohl nicht vorwärts laufen. Stattdessen spielte Musitschuk F5. E schlägt F5, ja, und hier spuckte der Computer auch eine spannende Variante aus, nämlich den Zug B5. Aber, also da Anna das ein paar Züge vorher nicht gespielt hat, wo es noch eigentlich leichter zu berechnen war, ja, wäre das jetzt auch komisch gewesen. Hier könnte man auf G6 nehmen, okay, Turm F3, Dame F3 und H schlägt G6, weil, also B schlägt C4 ist leider zu viel des Guten. Der schwarze König wird hier zu schwach, zum Beispiel H4, okay, Läufer D4, aber Dame G4, der König ist einfach zu schlecht. Die weißen Figuren kommen ins Spiel und dann wird es wohl bald matt. Stattdessen sollte Schwarz schlagen, aber auch hier nach C schlägt B5, C4. Weiß sollte hier klar besser stehen. Aber Schwarz hat zumindest ein bisschen Gegenspiel mit diesem C-Bauern. Und gerade in Zeitnot kann hier sicher noch einiges passieren. In der Partie folgte Turm F5. Das ist ja objektiv ein grober Fehler, denn nun ist die schwarze Stellung verloren. Okay, Dinara hat auch genommen und hier hat Dinara wirklich super gespielt. Sie hat A4 gemacht, Läufer E5 und mit Läufer F4 den Läufer getauscht. Denn die schwarzen Schwerfiguren haben überhaupt nichts zu tun. Die müssen einfach nur Felder decken, damit Weiß nicht matt setzt. Hier Dame E7. Okay, die Idee von Musitschuk ist nun Dame E8 und Dame H5 zu spielen, was ja, den weißen König unter Druck setzen würde. Dinara spielt König G2 und Dame E8. Ja, und hier erreichen wir einen kritischen Punkt. Und hier, das hätte man schon finden können. Ich weiß nicht, ob Dinara das übersehen hat oder ob sie es falsch eingeschätzt hat, aber eigentlich sind die Varianten hier nicht schwer. Dame E6 wäre ein tatsächlich recht simpler Gewinn gewesen. Dame E6, DE6 und hier ganz wichtig, egal wo der Turm hingeht, der weiße Turm kommt nach F6 und dann kann der weiße König einfach in die Stellung laufen. Also zum Beispiel Turm C6, Turm F6, König G7, König F3. Ich habe hier noch den Zug H6 überprüft, einfach weil ich das Bedürfnis habe, mit dem König irgendwie reinzukommen. Aber hier nach Turm H6, König F8, König E4 ist die Stellung total verloren. Ich habe auch Turm E7 überprüft, aber das ist auch nicht besser, denn auch hier Turm F6 und der weiße König läuft einfach rein. Ja, das hätte sie sehen müssen. Das war wirklich nicht so schwer. Stattdessen hat Dinara D6 gespielt und nicht nur wirft das diesen einfachen Gewinn weg, sondern sie manövriert sich hier auch langsam in Probleme, denn der D6-Bauer ist jetzt einfach weg. Noch ist das keine Katastrophe. Man könnte hier wahrscheinlich mit Turm E8 sehr gut das Gleichgewicht halten und dann sowas wie Turm E6. Denn nach Dame D2, König G3, Dame C3 kann man die Damen tauschen. Da der weiße Turm so aktiv ist und ja, Schwarz kann hier nicht die Bauern behalten und gleichzeitig den Turm aktivieren. Aber hier kann ich mir zum Beispiel vorstellen, das ist schon eine Stelle, die ist psychologisch nicht einfach. Denn Dinara war sicher bewusst, dass sie vorher auf Gewinn stand. Das hat sie gespürt. Und dann in so ein Endspiel zu gehen mit Bauer weniger, das man offensichtlich halten muss, das ist nicht einfach, psychologisch gesehen. Und ich glaube, das war hier ein großes Problem. Sie hat stattdessen Turm F4 gespielt. Das ist objektiv erstmal, das ist jetzt ein objektiver Fehler. Ich glaube, das Problem war, sie hat hier versucht, weiter auf Matt zu spielen und dachte, okay, sie hat gute Chancen, weil der schwarze König schwach ist. Aber der weiße König ist auch schwach. Und hier hat Anna jetzt wirklich ein paar sehr genaue Züge mit sehr wenig Zeit in Folge gefunden. Ja, Turm F2, Dame E7, sie versucht erstmal alles unter Kontrolle zu halten. Sie forciert in der Stellung nichts, aber sie deckt auch alles. König H2, Turm D4. König G1, Turm E4. Und ja, hier hat sie Dinara die Möglichkeit gegeben, in ein Damen-Endspiel zu gehen. Das ja, hat Dinara genommen. Und hier habe ich mich während der Partie gefragt, wie hoch sind die Rettungschancen für Weiß. Eigentlich hat Weiß eine sehr schlechte Bauernstruktur, bereits einen Bauern weniger und auch der König ist sehr offen. Das spricht eigentlich alles dafür, dass, ja, dass das nicht haltbar sein sollte. Gucken wir mal, was passiert ist. Hier fiel sogar noch der zweite Bauer. Und ja, hier kam Dame B7 Schach und aus meiner Sicht hat hier Anna nicht genug Zeit reingesteckt. Ich weiß nicht, ob sie so sicher war, dass die Stellung gewonnen ist. Oder, ja, weil sie hat jetzt hier sehr, sehr schnell gespielt, auch noch die nächsten Züge. Und dabei hat sie
also komplett den falschen Plan gewählt. Und ich denke, das kann man ihr durchaus vorwerfen. Hier wäre König F6 ein recht einfacher Gewinn. Denn nach Dame A7, Dame H6 ist die Stellung bereits verloren, denn die Damen tauschen sich. Das heißt, hier hätte sie einfach den zweiten Bauern behalten. Weil nach Dame C6, König F7 kann man dann nach Dame B7, Dame E7 die Dame dazwischen ziehen. Und wie gesagt, jetzt hat man schon zwei mehr Bauern. Das ist schon besser. Sie spielte stattdessen sehr schnell König G6. Das ist kein schlechter Zug. Aber ich denke, König F6 wäre einfacher gewesen. Und das ist ganz wichtig, in solchen Endspielen immer den einfachsten Weg zu wählen. Denn je schwieriger man es sich selbst macht, desto ja, höher ist auch die Chance, dass man einen Fehler macht. Und wir werden in dieser Partie noch sehen, was das bedeutet. Ja, Dinara hat den Bauern genommen, was soll sie sonst tun? Und hier hat Anna einfach ja, sinnlos Schachs gegeben. Das kann man machen, das ist gut zum Zeitanhäufen, aber sie hat einen geraden Zug 40 geschafft. Und hier sieht man, sie hat gar keine Idee. In Damenendspielen kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ihr euch unbedingt merken solltet, falls ihr mal ein Damenendspiel habt. Die Dame sollte unbedingt so zentral wie möglich gestellt werden. Hier auf E5 steht sie ganz gut, wo steht sie noch besser? Auf E6, weil da deckt sie B6. Die Stellung wäre wahrscheinlich ziemlich gewonnen für Schwarz. Man kann dann den Bauern vorschicken, man kann mit dem König zum Damenflügel laufen. Hier sollte Schwarz keine Probleme haben zu gewinnen. Stattdessen spielte Anna Dame B2. Ja, ich habe dem Zug ein Fragezeichen gegeben. Schwarz steht immer noch auf Gewinn. Aber die Idee ist einfach falsch. Also nach König G3 kann man natürlich immer noch zurückgehen. Aber jetzt spielte sie H5. Und hier macht Dinara den gleichen Fehler. Im Damenendspiel sollte man die Dame zentral hinstellen, denn da deckt sie ganz viele Felder. Da kann sie Dauerschachs drohen bzw. Dauerschachs verhindern, je nachdem, auf welcher Seite man ist. Und nach Dame E7 wäre es schon sehr schwer für Schwarz gewesen, hier ja, zu gewinnen. Nach Dame C3 zum Beispiel macht man König G2 und wenn Schwarz jetzt auf C4 schlägt, haben wir eine sehr ähnliche Stellung wie in der Partie und das werden wir sehen, das ist Remis. Ja, es folgte Dame B7 und auch hier wäre im Übrigen, ihr wisst's, die beste Idee für Schwarz, die Dame nach E6 zu stellen. Momentan sieht es so aus, als wenn Anna sich da gar nicht schlecht anstellt, aber ja, hier spielte sie nicht Dame E6, wonach die Stellung wieder gewonnen wäre. Nein, sie spielte H4. Und nun nach Dame E4 ist die Stellung plötzlich nicht mehr gewonnen für Schwarz. Denn ja, Weiß gibt jetzt eine Menge Schachs und der König kommt nicht so richtig vorwärts, ohne den B-Bauern abzugeben. Okay, Dame G3 kam, König H1, Dame F3. Ja, und hier. Es war wahrscheinlich inzwischen auch die Müdigkeit, denn die Partie ging sehr lange. Wir sind schon bei Zug 65. Dinara hatte noch so 2 Minuten auf der Uhr. Es war eine harte Partie und jetzt kriegt sie nochmal diese Chance und jetzt hat sie einfach sehr schnell den Zug König H2 gespielt. Stattdessen König G1 wäre einfach Remis gewesen, denn hier hat Schwarz auch nichts mehr. Also Schwarz kann natürlich noch probieren, aber die Stellung sollte Remis sein. Stattdessen folgte König H2 und jetzt ist sie leider forciert verloren und das hat Anna auch gefunden. Dame F2, Schach, König H1, H3. Ist rot matt auf G2. Der Dinara versucht Schachs zu geben. Hier sollte man auch im Blick haben, der König auf H1 steht auch auf Patt. Also wenn Weiß es irgendwie schafft, Schwarz dazu zu bringen, die Bauern zu schlagen und dann die Dame zu opfern, dann könnte es Patt werden. Aber Anna sieht das auch und schlägt einfach nicht die Bauern. Dame B8 und nach König A3 gab Dinara auf. Gucken wir vielleicht noch kurz warum. Also Dinara müsste jetzt natürlich das Matt verhindern. Aber das Bauernendspiel hier ist leider verloren, weil Weiß ein Tempo zu langsam ist. Ja, sehr schade und sehr verrückte Partie. Dinara hat sich wirklich super Chancen erspielt im Mittelspiel und dann irgendwie ja mit wenig Zeit hat sie total den Faden verloren. Und Anna hat sich auch dann gut verteidigt und irgendwie in dem Moment, wo sie eine Chance bekommen hat, hat sie wirklich immer den richtigen Zug gespielt. Das Damenendspiel hat sie dann wirklich nicht so gut behandelt. Das würde ich eigentlich von einer Spielerin ihres Niveaus besser erwarten, aber ich habe den Eindruck, sie hat da einfach zu schnell gespielt und war sich vielleicht zu sicher. Ja, ihr habt vielleicht mitbekommen, heute hagelte es ein bisschen viel Kritik von mir, mehr als ihr aus den anderen Videos kennt. Das liegt vor allem daran, dass das hier nicht so eine Vorzeigepartie war. Es hat hier nicht eine Spielerin deutlich besser gespielt als die andere, sondern beide haben Fehler gemacht. Das ist auch ganz normal. Für mich ist das ganz leicht, das zu kritisieren, denn ich gucke von außen, ich kann den Computer anschalten, ich habe keinen Druck während der Partie. Das haben aber alles diese Spielerinnen. Also ja, habt das immer im Hinterkopf. Ich denke, es ist okay, Züge zu kritisieren. Dafür muss man auch kein besserer Spieler sein. Man kann das einfach machen, wenn ein Zug schlecht ist. Ich will ja auch, dass ihr hier was mitnehmen könnt. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass vor allem Dinara noch gut ins Turnier findet.
0 aus 3 ist kein toller Start, aber es sind noch 8 Runden. In 8 Runden kann man noch viele Punkte machen. Und ja, ich hoffe, euch hat die Partie gefallen. Ich hoffe, ihr habt die Aufgaben richtig gelöst. Denn ja, ich denke, das war machbar. Und ich freue mich dann, euch im nächsten Video wiederzusehen.